Hallo und willkommen bei der Reihe Patient der Woche. Zunächst einmal zur Auflösung des letzten Falles. Damals ging es um einen 23-jährigen Patienten, der plötzlich Luftnot verspürte und ein komisches Gefühl in der Brust hatte. Er gab an, bisher völlig gesund gewesen zu sein. Der entscheidende Hinweis liegt im Röntgenthorax. Wir erkennen nämlich auf der linken Seite, das wäre dann die rechte Seite im Bild, aber vom Patienten aus gesehen die linke Seite, einen Pneumothorax. Dieser tritt insbesondere bei jungen, schlanken Rauchern spontan auf und kann sogar lebensbedrohliche Züge annehmen. Deshalb muss man zügig eine Drainage einlegen. Aber nun zum nächsten Teil. Viel Erfolg! Ach übrigens, nächste Woche gibt es wieder den nächsten Fall, also typischerweise Sonntag, aber nur wenn der letzte Fall auch richtig in den Kommentaren gelöst wird. Also viel Spaß und viel Erfolg!